Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich habe nun im Rahmen dieses Symposiums die Möglichkeit, über das Alter zu referieren und das Thema meiner Masterarbeit vorzustellen. Kommt die Weisheit mit dem Alter? Das ist eine Frage, die viel diskutiert, aber gleichzeitig oftmals belächelt wird. Viel diskutiert deshalb, weil die Weisheit als positiver Aspekt des Alters für die Reflexion zurückgewonnen werden soll und im Zusammenhang mit einer gelingenden Altersführung, vielen Dank, betrachtet wird. Belächelt deshalb, weil die Weisheit in unserem Kulturkreis allzu oft zu einer hochidealisierten Eigenschaft stilisiert wird, von der man selbst im Grunde nicht erwarten kann, sie erreichen zu können. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Weisheit zeigt darüber hinaus eine unglaubliche Vieldeutigkeit des Begriffs, weshalb sich keine klare Definition finden lässt. Und obwohl die Philosophie im Wort Ursprung Liebe zur Weisheit bedeutet, spielt dieser Begriff auch in der philosophischen Reflexion kaum eine Rolle. Viel wichtiger als Weisheit erscheint in unserem Kulturkreis hochdifferenziertes und fachspezifisches Wissen, welches mit Intellektualität, hoher Bildung und dergleichen assoziiert wird. Das neuzeitliche Wissenschaftsideal, welches all unserer Bildung und wissenschaftlichen Erkenntnissen zugrunde liegt, ist charakterisiert durch die Spezialisierung, die Versachlichung und die Ausgrenzung des moralischen Orientierungswissens zugunsten des technischen Verfügungswissens und macht so theoretische Aussagen über immer kleinere Wirklichkeitsausschnitte möglich. Zwar vermehrt sich das theoretisch gesicherte Wissen unter diesen Umständen in einem außerordentlich hohen Maße, jedoch geht der Blick für tiefer liegende Zusammenhänge und Strukturen unserer Lebenswelt verloren. Theoretisches Wissen, und das lehrt uns das praktische Leben allzu oft, reicht nicht aus, um die eigentlichen Dinge der Welt zu erkennen. Weisheit ist viel mehr als theoretische Probleme betrachten zu können, sondern besteht darin, mit den Herausforderungen des menschlichen Lebens wie Trauer, Krankheit, Tod und der Suche nach dem Sinn des Lebens umzugehen. Und dabei ist die Weisheit weder bloße Intellektualität noch Spiritualität. Vielmehr besteht die Weisheit darin, das Leben mit seinen Herausforderungen und Schwierigkeiten, um es mit den Worten Schopenhauers zu sagen, möglichst angenehm und glücklich durchzuführen. Angenehm und glücklich zu leben, dazu gehört fundamental der Umgang mit den existenziellen Bedingungen des menschlichen Lebens. Und dafür sind eben nicht nur kognitive, also sich auf Bildung und Wissen beziehende, sondern mindestens im gleichen Maße auch reflektive und affektive Komponenten notwendig. Die Weisheit kann somit aus philosophischer Sicht näher bestimmt werden als ein Konzept der Lebensweisheit, welches es ermöglicht, die Endgültigkeit und Verletzlichkeit bewusst zu begreifen und somit Einsicht in Bezug auf die wichtigen Fragen des Lebens zu gewinnen. Gerade das Annehmen seiner selbst, insbesondere angesichts des nahenden Todes und zahlreicher Verletzlichkeitserscheinungen im Alter, gehört fundamental zum Prozess des Werdens zu sich selbst und gleichzeitig zu einer der wichtigsten Aufgaben, die mit dem späten Lebensalter einhergeht. In der antiken Philosophie wird die Weisheit immer auch mit einem späten Lebensalter in Verbindung gebracht und gleichzeitig im Zusammenhang mit einer gelingenden Lebensführung betrachtet. Besonders in der stoischen Philosophie wird die Weisheit zum Lob des Alters stilisiert. Auch bei Platon heißt es, dass ein spätes Lebensalter notwendig ist, um Einsicht bezüglich des Guten, das heißt Weisheit, zu erlangen. Denn es gilt als die schwierigste Aufgabe, dem ein langer Erziehungs- und Erkenntnisprozess vorangeht. In den letzten Jahren ist darüber hinaus zunehmend die Auffassung gewachsen, dass das Altern nicht nur mit geistigem Abbau, sondern unter bestimmten Umständen in einigen Bereichen der Persönlichkeit bzw. der Intelligenz auch mit Aufbauprozessen verbunden ist. Die damit im Zusammenhang stehenden Eigenschaften werden von der Berliner Forschergruppe als weisheitsbezogene Kompetenzen verstanden und beschrieben. Die gegenwärtigen Untersuchungen zeigen dabei anhand eines Zwei-Faktoren-Modells, dass sich der Bereich der sogenannten kristallinen Intelligenz, welche Kompetenzen zur Lösung lebens- und erfahrungsabhängiger Aufgaben beschreibt, mit zunehmendem Alter grundsätzlich sogar verbessern kann. Problematisch ist jedoch, dass der Fokus auf den Fähigkeiten im Bereich der fluiden Intelligenz liegen. Denn die kognitiven Fähigkeiten zum formal-logischen Denken, welche eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit erfordern, nimmt mit dem Alter nachweislich ab, was beispielsweise den Umgang mit neuen technischen Mitteln und theoretischen Wissensbeständen erschweren kann. Aus diesem Grund ist die Vorstellung vorherrschend, dass das Altern mit kognitiver Schwäche verbunden ist, wodurch die eigentlichen kreativen Potenziale des Alters häufig unentdeckt bleiben. Deshalb muss mit dem pauschalen Vorurteil über die kognitiven Fähigkeiten mit Blick auf die aktuelle Forschung aufgeräumt werden.
Entscheidend ist die Ansicht, dass bestimmte geistige Fähigkeiten bis ins hohe Alter erhalten bleiben und sich unter Umständen sogar verbessern. Gerade diese geistigen Potenziale sind es, die im Umgang mit den grundsätzlichen Herausforderungen des Lebens eine entscheidende Bedeutung besitzen. Doch die Weisheit kommt keineswegs automatisch mit dem Alter. Ein hohes Alter garantiert noch lange keine Weisheit. Allerdings gehen die Erkenntnisse über die Dinge der Welt mit einer Zunahme an Lebenserfahrung einher und somit im Grunde mit einem langen Leben, weshalb man sagen kann, dass die Weisheit weitestgehend dem Alter vorbehalten bleibt. Um die Weisheit im Alter auszubilden, bedarf es neben der zunehmenden Lebenserfahrung jedoch, wie angedeutet, ganz bestimmte grundlegende Strukturen und Qualitäten, die sich aus einem komplexen Abhängigkeitsverhältnis kognitiver, reflektiver und affektiver Komponenten ergeben und die nur im Verlauf eines gesamten Lebens herausgebildet werden können und müssen. Dazu gehört fundamental das praktische Wissen, welches aus reflektierter Lebenserfahrung gewonnen wird. Dies macht wiederum Reflexionsvermögen notwendig, um überhaupt reflektiert mit den im Leben gewonnenen Erfahrungen umzugehen. Reflektierte Menschen denken folglich über sich und die sie umgebende Welt in einer Weise nach, die über stagnierendes Grübeln hinausgeht. Gleichzeitig kann Weisheit als ganzheitliches Denken verstanden werden, welches in abwägender und relativierender Weise das Ganze und die Komplexität der Dinge im Blick hat. Und dabei ist die Weisheit gerade auch ein Wissen um Grenzen und Unsicherheiten der Welt. Auf dem Weg zur Weisheit ist es weiter entscheidend, sich die Offenheit und Toleranz für neue Erfahrungen und Sinnzusammenhänge zu erhalten. Denn gerade die fehlende Offenheit und Toleranz gegenüber Veränderungen stellt wohl eines der größten Hindernisse dar. Auch die Empathie und Emotionsregulierung gehören entscheidend zur Weisheit. Der Weise besitzt somit praktische Urteilskraft im Hinblick auf die praktischen Probleme und Herausforderungen des menschlichen Lebens und bleibt dabei nicht beim Denken stehen, sondern setzt sein Wissen im Handeln um. Bei dem Zusammenhang von Weisheit und Alter ist eines klar: Das Alter kann im Grunde keine neuen Fähigkeiten herausbilden, die nicht bereits in irgendeiner Form angelegt sind. Das heißt auch, nicht jeder Mensch wird durch Erfahrung weiser. Schwierige Lebenssituationen wie der Tod naher Angehöriger beispielsweise oder andere schwere Schicksalsschläge können nicht selten auch zu tiefgreifenden Ängsten und Verbitterung führen. Gerade der Umgang mit Sterblichkeit, Konflikten und Unsicherheiten bezüglich ganz konkreter Lebenssituationen und des menschlichen Lebens im Allgemeinen ist eine Fähigkeit, die sich erst angesichts verschiedenster Erfahrungen überhaupt entwickeln kann, nicht jedoch zwangsläufig muss. Darüber hinaus wird es in einer Kultur, in welcher der Tod als etwas Schreckliches und inhaltsleer dargestellt wird und der maßlose Konsum als wesentliches Ziel des menschlichen Daseins bestimmt wird, immer schwieriger, eine gelassene Haltung bezüglich konkreter Grenzsituationen des menschlichen Lebens einzunehmen. Um Weisheit zu erlangen, muss man sich selbst und seine sich umgebende Welt mit ihren Werten und Normen immer wieder hinterfragen und die Grenzen des eigenen Lebens und der Welt als unabwendbaren Bestandteil der Existenz annehmen und akzeptieren. Genau darin bestehen auch die kreativen Potenziale der Weisheit, denn die Einsicht in die Begrenztheit des menschlichen Lebens im Allgemeinen und die Begrenztheit unseres Wissens und unserer Möglichkeiten sowie der gelassene Umgang mit solchen Grenzsituationen und Unsicherheiten gehört fundamental zu einem gelingenden Leben. Insbesondere das Sterbenlernen gilt in der Antike als unausweichlicher Aspekt des menschlichen Daseins, mit dem Ziel, die Endlichkeit bewusst anzunehmen, als etwas, ohne dass sich das Leben nicht sinnvoll erfüllen lassen kann. Darüber hinaus kann Sokrates, der als Inbegriff der Weisheit gilt, als unwissender Wahrheitssucher verstanden werden, der auf seinem Weg zur Vollkommenheit ein Bewusstsein darüber erlangt, dass ganz bestimmte Wahrheiten des menschlichen Lebens, wie die Frage, was kommt nach dem Tod, unaussprechlich bleiben werden und unser Wissen somit niemals ausreicht, um die Dinge der Welt abschließend aufzuklären. Doch das treibt Sokrates keineswegs in die Verzweiflung, sondern nimmt es an als Teil seiner Existenz. Jedoch haben solche Einsichten in der Gegenwart ihren Wert verloren. Dort, wo die Wissenschaften vermitteln, dass es für alles eine Gewissheit und sichere Erkenntnisse gibt und wir mittlerweile alles zu kontrollieren vermögen, erzeugen Situationen der Unsicherheit und Unwissenheit Ängste und Verdrängungsmechanismen, die den Umgang mit den im Alter deutlich zutage tretenden Grenzsituationen des menschlichen Lebens ernsthaft erschweren. Der Umgang mit der Endlichkeit und der Verletzlichkeit liegt in einer säkulären, am Profit orientierten Gesellschaft darüber hinaus zunehmend bei der Entscheidung jedes Einzelnen. Nicht selten beobachtet man heute, dass der angemessene Umgang mit dem nahenden Tod
einem übertriebenen Lebenshunger gewichen ist und so auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Alterungsprozess immer weiter hinausgeschoben wird. Doch das ganze Leben als Grenzsituation zu begreifen, ermöglicht es letztlich, neue kreative Sinndimensionen zu eröffnen und zu einem authentischen Selbst- und Weltverständnis zu gelangen. Die Weisheit mit ihren kreativen Potenzialen, die auch als Potenziale des Alters verstanden werden können, finden jedoch gegenwärtig viel zu wenig Beachtung. Gesellschaftliche Altersbilder beschreiben die vorherrschende Vorstellung der Gesellschaft bezüglich des Alters und beeinflussen so maßgeblich Wünsche, Einstellungen und Bedürfnisse alter Menschen. Dabei präsentieren sich Altersbilder in der Gegenwart immer noch sehr einseitig und undifferenziert. Entweder das Alter mit seinen Veränderungen wird negativiert, mit Verlusten physischer und psychischer Art in Verbindung gebracht oder stark positiv akzentuiert. Und dies zumeist im Sinne eines aktiven Alterns, welches durch Fitness und Körperbewusstsein geprägt ist. Aber dass das Alter auch geistige, kreative Potenziale bereithält, die für den Umgang mit der Endlichkeit und der Verletzlichkeit fundamental sind, bleibt allzu oft unberücksichtigt. So kommt es, dass selbst Menschen, die solche Fähigkeiten besitzen, sie als solche nicht identifizieren können. Die Weisheit bleibt in der Gegenwart zunehmend unreflektiert, weshalb es wichtig ist, die Weisheit als ein Konzept der Lebensweisheit für den gegenwärtigen Gebrauch zurückzugewinnen und die damit einhergehenden Potenziale sichtbar zu machen. Dabei kann die Weisheit nicht nur auf individueller Ebene zu einer gelingenden Lebensführung beitragen, sondern durch die Weitergabe und Vermittlung der mit der Weisheit einhergehenden Werte wie der Menschlichkeit, der Ruhe und der Gelassenheit einen Beitrag in Bezug auf das menschliche Miteinander leisten. Das Alter hält eine außerordentliche Fülle an authentischen Werten und emanzipatorischen Aspekten bereit, die maßgeblich zu einem veränderten Lebensverständnis beitragen können. Dies wird immer dringlicher in einer Gesellschaft, die geprägt ist durch Effizienz, Innovation und immer schnellere Entwicklung. Darüber gehen die Werte der Menschlichkeit verloren. Gerade die Weisheit kennt solche Werte, weshalb diese Eigenschaft wieder eine stärkere Beachtung finden muss. Dazu ist es allerdings wichtig und notwendig, dass die Gesellschaft die Gruppe der alten Menschen nicht als Belastung in die Abgeschiedenheit verdammt, sondern als Teil akzeptiert und die notwendigen Räume zur gesellschaftlichen Teilhabe und intergenerationellen Kommunikation schafft. Gleichzeitig müssen sich alte Menschen zeigen und sich aus ihrer vermeintlich unmündigen Lage befreien. Denn dann kann man sich auch dessen nicht entziehen, dass das Alter viel mehr bereithält als Verfall, Verlust und Depression. Gerade eine Gesellschaft, deren Mitglieder im zunehmenden Maße älter werden, muss die mit dem Alter einhergehenden Potenziale berücksichtigen. Allerdings wird gegenwärtig viel zu sehr darauf geachtet, welche Probleme mit einer zunehmend alternden Gesellschaft einhergehen, anstatt die eigentliche Bedeutung des Alters zu erkennen. Dies macht einen entscheidenden Unterschied in Bezug auf das Funktionieren einer Gesellschaft aus. Ein Umdenken wird somit dringend erforderlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.